Einige von euch werden sich an endlose schöne Sommertage erinnern. Viel Bikini, viel draußen, viel gutes Essen, Wein, Limo, schön warm. Ein Dürrejahr, wie wir es selten erlebt haben. Die Klimakrise ist nämlich bei uns angekommen. Ihr könnt da die Augen wieder aufmachen. Das haben nämlich die Bauern vor Augen in Deutschland und in vielen Teilen Europas, wenn sie an 2018 denken. Aber das nehmen wir nicht länger hin. Denn Bauern streiten gemeinsam mit uns für eine klimagerechte Landwirtschaft. Und für dieses Thema haben wir drei Frauen, die aktiv sind, zusammen zum Thema Klima. Und es ist eine Allianz, die ungewöhnlich ist, aber die hoffentlich sehr, sehr viel Erfolg haben wird. Begrüßt mit uns die Rechtsanwältin Roda Verheuen, die Bäuerin Silke Baxen von der Insel Pellworm und die Sprecherin von Greenpeace, Svelin Heuss. Meinerseits ist es wunderbar, hier zu sein. Ich bin Rechtsanwältin Roda Verheuen. Ich bin aus Hamburg, habe da eine Kanzlei und rede normalerweise nicht vor 35.000 Menschen auf der Straße. Es ist eine große Ehre, hier zu sein. Warum bin ich hier? Ich bin von Mandanten gebeten worden, unter anderem von Georg Janssen und auch von Silke, die hier steht, und von Svelin, Greenpeace, alles meine Mandanten, hier heute ein bisschen über die Klimaklagen zu berichten, die es gibt. Und warum gibt es sie? Weil wir alle wissen und gerade gehört haben, dass der Klimawandel die Landwirtschaft bedroht, und zwar ganz massiv. Ich persönlich vertrete im Moment drei Klagen vor Gericht, in denen es ganz konkret um den Klimawandel geht und von denen ihr vielleicht auch schon gehört habt. Die erste, da habe ich einen Mandanten aus Peru, Saul. Saul ist aus den peruanischen Anden und verklagt seit 3 Jahren den Energiegiganten RWE. Und zwar, weil er nicht etwa irgendwelche absurden Forderungen stellt, sondern er will rund 20.000 Euro von RWE erstreiten. Die Portokasse ist, glaube ich, deutlich größer. Sich vor den Folgen des Klimawandels in den peruanischen Anden zu schützen, konkret einer Gletscherflut. Wir haben dort schon einen riesengroßen Sieg errungen. Das Oberlandesgericht Hamm hat bestätigt, dass es grundsätzlich Verantwortung von großen Emittenten für den Klimawandel gibt. Das gibt mir Hoffnung. Die zweite Klage, die ich vertrete, da geht es um die Europäische Union und wieder sind es viele Landwirte, die ich da vertrete, aus der ganzen Europäischen Union und auch weltweit. Sie wollen stärkere Klimaziele von der EU beim Europäischen Gericht der EU erreichen. Dort sind wir mitten im Verfahren und hoffen, dass uns die Richter hören. Und das dritte Verfahren ist das, wo Silke und Svelin mit mir zusammen beim Verwaltungsgericht Berlin die Bundesregierung verklagen. Ziele für das Jahr 2020. Tut, was ihr gesagt habt, sagen wir. Aber warum bin ich eigentlich hier? Was hat das mit uns zu tun? Naja, es ist klar, es zeigt, Bauern und Bäuerinnen stehen auf. Und zwar nicht nur auf der Straße, sondern jetzt auch mit mir vor Gericht. Und warum? Das kann Silke gleich noch viel besser erklären. Aber warum tun wir das? Warum werden Gerichte aktiviert? Und warum schreiben Leute wie ich dicke, dicke Klagen und streiten sich über Formalzeugs? Warum? Naja, es ist ganz klar. Erstens, objektiv tun Regierungen einfach viel zu wenig, um unsere Rechte zu schützen. Und zwar, es ist ganz klar, wer das Klima nicht ausreichend schützt, verletzt Menschenrechte. Warum? Zweitens, Gerichte haben die Aufgabe in einem Rechtsstaat zu verobjektivieren. Sie müssen die Lücke schließen zwischen dem, was die Klimawissenschaft uns sagt und dem, was tatsächlich getan ist. Und diese Lücke ist viel zu groß. Dafür brauchen wir Gerichte und deswegen rufen sie auch an. Und der dritte Grund, warum wir vor die Gerichte ziehen im Hinblick auf den Klimawandel, den Schutz vor dem Klimawandel und stärkere Klimaziele einfordern, nicht nur hier, sondern in vielen, vielen Klagen weltweit, das ist ganz klar.
klar. Vor Gericht gelten objektive Rechte, Menschenrechte, das Grundgesetz. Es gibt dort keine Lobby und vor allem auch keine Agrarlobby. Und das... Im Übrigen natürlich auch keine fossile Lobby, aber... das gibt mir Hoffnung, ich werde weitermachen, das ist ganz klar, egal wie diese drei Rechtsstreite ausgehen. Es gibt weltweit so viele Klimaklagen und ich glaube, es zeigt eins, Bauern stehen auf und Bäuerinnen auch überall in der Welt für das Klima und ich hoffe, es geht einen guten Abschluss all dieser Verfahren. Und warum meine Mandanten das tun, das erzählen jetzt Silke Wachsen und Zwilling Heuss von Greenpeace. Ich lebe mit meiner Familie auf der Nordinsel Pelvorm. Ich sehe hier sogar einige von Pelvorm. Wir bewirtschaften dort einen Biohof und unsere Insel ist ein bisschen unbekannt und auch besonders, weil sie nämlich in einigen Teilen unter dem Meeresspiegel liegt. Wir sind geschützt von einem ganz hohen Seedeich, sodass uns eigentlich erstmal nichts passieren kann. Aber von den Auswirkungen des Klimawandels sind wir einfach direkt betroffen, denn wie lange können die Deiche noch erhöhen und wie lange wird das gut gehen? Deshalb haben wir uns im letzten Jahr entschieden, mit zwei Familien und mit Greenpeace gemeinsam die Bundesregierung zu verklagen. Der Klimaziele 2020 zu erstreiten. Bei uns auf Pelvorm wird zum Beispiel bei den Starkregenereignissen die Entwässerung immer schwieriger. Bei Hochwasser sitzen wir auf unserer Insel, die von Deichen umgeben ist, sprichwörtlich in der Badewanne. Wie lange wird das noch gut gehen, auch wenn der Meeresspiegel ansteigt? Wir wollen nicht warten. Wir wollen, dass die Regierung jetzt handelt und uns schützt. Schwer. Bei uns auf Pelvorm fühlt es sich so an, dass wir von einer Regenzeit nahtlos in eine Trockenzeit hinübergegangen sind. Ein nasses Jahr und ein trockener Sommer sind natürlich kein Klima. Das weiß jeder eigentlich. Aber ich glaube, dass wir alle die Veränderungen und vor allen Dingen auch die Wetterextreme spüren. Jeder Einzelne von uns kann viel tun und sollte das auch tun. Wir können alle in kleinen Schritten anfangen. Essen ist politisch. Jeder Einzelne von uns kann an der Kasse entscheiden, im Supermarkt, welches Essen er kauft und damit auch einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Viele kleine Schritte bewirken immer, immer große Veränderungen. Aber aus meiner Sicht ist das Problem des Klimawandels einfach viel zu groß, um es nur auf uns Menschen abzuwälzen. Wir haben es satt, dass die Politik ihre Ziele zum Klimaschutz nicht einhält. Wir haben es satt, dass die Politik nicht handelt. An den großen Stellschrauben kann eben nur die Politik drehen. Es wird Zeit, dass endlich etwas passiert. Deshalb klagen wir gegen die Regierung. Wir wollen, dass die Bundesregierung endlich wirksame Schritte für den Klimaschutz ergreift. Bitte unterstützt uns dabei. Vielen Dank. Freunde, liebe Bäuerinnen und Bauern, 35.000 Menschen gehen heute mit Silke, mit Roda und mit mir zusammen auf die Straße und sagen, wir haben es satt. Toll, dass ihr noch da seid. Danke. Ihr habt es gerade von Silke gehört und viele von euch haben es am eigenen Leib erfahren. Die Klimakrise stellt uns vor große Herausforderungen und wir alle wissen, sie ist schon längst in Deutschland angekommen. Hitze und Dürre haben im vergangenen Jahr Weiden und Felder verdorren lassen. Manche Höfe hatten im Sommer kaum noch Futter. Tiere mussten sogar notgeschlachtet werden. Und wir wissen auch, weltweit ist die Erderhitzung die größte Bedrohung für Millionen von Menschen.
Was wir oft vergessen, für Bäuerinnen und Bauern sind Dürre und Starkregen eine ganz besondere und eine existenzielle Gefahr. Die Landwirtschaft kann nicht einfach dem Klimawandel ausweichen. Und Landwirte sind durch ihre Höfe und Äcker einfach an einen Ort gebunden. Sie können nicht einfach sagen, ja, dann gehen wir woanders hin. Und deshalb ist uns klar, wir müssen den Kampf gegen die Erderhitzung gemeinsam gewinnen. Und ich bin mir sicher, das kriegen wir mit eurer Unterstützung auch wirklich hin. Und dafür ganz, ganz großen Dank an euch. Die Politik steht kurz davor, den Kohleausstieg in Deutschland auch wirklich zu beschließen. Dafür kämpfen wir auch. Und das ist nur möglich, weil sie so viele Menschen engagieren und weil sie auf die Straße gehen und weil sie in den Hambacher Wald gehen und sagen, wir haben es satt. Und wir schaffen mit euch diese Unterstützung einer Agrarwende. Wir schaffen mit euch die Unterstützung einer Verkehrswende. Und ich bin mir sicher, wir schaffen es auch mit euch, dass wir aus dem Verbrennungsmotor aussteigen können. Vielen Dank. Ein Blick über deutsche Grenzen hinaus zeigt uns aber auch, wir müssen die Landwirtschaft in der gesamten Welt verändern. Denn wir wollen zum Beispiel kein Tierfutter aus Soja, für das Urwald und Urwälder zerstört wurden. Warum? Warum, frage ich euch, muss der Amazonas-Regenwald sterben, weil wir Fleisch essen wollen? Dafür gibt es kein Recht. Wir müssen die grünen Lungen der Welt erhalten, wenn wir den Klimawandel stoppen wollen. Bedeutet das für uns weniger Fleisch essen. Und für Landwirte bedeutet das weniger Nutztiere halten. Ich weiß, das wird für viele Landwirte mit Tierhaltung schmerzhaft sein. Aber wir haben keine andere Wahl. Und wir sind den Bauern und Bäuerinnen, die uns täglich mit Lebensmitteln versorgen, dafür auch etwas schuldig. Wir müssen sie beim notwendigen Umbau der Landwirtschaft unterstützen, wenn sie in Zukunft weniger Tiere halten, wenn sie in Zukunft weniger düngen und wenn sie in Zukunft mit ihren Böden anders umgehen. Dafür müssen wir sie unterstützen. Und auch wir sind gefordert, mit unserem direkten Einkauf diese Menschen zu unterstützen, die uns regional versorgen. Wir wollen besseres Fleisch einkaufen, wir wollen regional erzeugte Produkte einkaufen und wir sind solidarisch mit den Bauern und Bäuerinnen unserer Nähe. Aber hier muss auch die Bundeslandwirtschaftsministerin Frau Klöckner mal endlich liefern. Ich kann Ihnen sagen, liebe Frau Klöckner, Ihre Fleischpolitik ist ein ganz großer Käse. Wir brauchen dringend wirksame Klimaschutzmaßnahmen, endlich in der Landwirtschaft. Wir brauchen dringend eine eindeutige Fleischkennzeichnung, wo dann auch mal überall drauf steht, was drin ist. Und wir brauchen dringend ein komplettes Umdenken der EU-Agrarförderung. Weg von Subventionen für die Fläche und hin für Subventionen zu umweltgerechter, klimagerechter und tiergerechter Landwirtschaft. Lasst mich zum Schluss ein ganz, ganz großes Dankeschön sagen. Ich bin sehr stolz, dass wir von Greenpeace mit immer mehr Landwirten, immer mehr Menschen, Anwälten, Bauern und Bäuerinnen zusammen aktiv für die Zukunft dieses Planeten kämpfen dürfen, so wie heute auf der Demo. Ganz, ganz großen Dank an euch und ich sage Tschüss.